dein Image. Man nennt es Dame. Die Lore Lorenz. Kein schlechter Name. Man hat Erfahrung, man hat Routine. Hier im Komödchen, auf dieser Bühne. Man wurde älter, man wurde müder, man sagte, reicht schon. Und tut's doch wieder. Und wenn ich heute nur nicht hier stünde, ich stehe aber und habe Gründe. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man sehr lange Kabarett macht oder wenn man sich sehr lange mit Politik oder mit dem politischen Tagesgeschehen oder auch mit dem überhaupt mit diesem Land, diesem unserem Land beschäftigt. Sie haben eine Möglichkeit zu resignieren und Sie haben die andere Möglichkeit, wütend zu werden. Ich habe mich also fürs Wütendwerden entschieden. Ich laufe nicht immer mit Schaum vor dem Mund rum, das ist schon einmal klar. Aber man muss einen gewissen Ärger muss man sich erhalten. Man soll nicht alles schaffen. Die Wut ist jung, so können Sie mit mir nicht verfahren. Schenke Ihnen nach all den Jahren doch nicht mein Schweigen. Die Wut ist jung, ich kann die Zerstörer nicht zerstören. Weil so können Sie mich nicht überhören. Ich kann auf Sie zeigen. Ich bin müde, ja, und ich bin prüde und ich bin verteufelt solide und dem Wohlleben gerne ergeben. Doch ich kann speien und schreien und gar nichts verzeihen. Denn es geht wieder einmal ums Leben. Wir wollten damals den Frieden erfinden. Zu nah, die Erinnerung. Ich sehe meine Hoffnungen schwinden, aber die Wut ist jung. Es ist keine Kunst, Kabarett zu machen, wenn man dran glaubt, dass man was verändert. Es wird erst eine Kunst, wenn man weiß, dass man nicht sehr viel verändert kann und es trotzdem weitermacht. Aber das Wissen, nichts verändern zu können, enthebt einen nicht der Aufgabe, es wenigstens zu versuchen. Was kam nicht alles in mir zusammen? An Fetzen, Sätzen und an Programmen. Kampf gegen Köpfe, gegen Figuren, gegen Attrappen, gegen Lemuren. Ein kleiner Auszug aus der Geschichte. Oftmals nur Texte, aber manchmal Gedichte. Sie sind verbraucht. Die vielen Titel. Die Mörder schreiben. Ein neues Kapitel. Schon wirklich dran an so einem Mann? Sieht man einmal die Männer richtig sich an? Die nennt man nun stärkeres Geschlecht, das ist so dumm. Denn wenn ich will, halten sie still, ich spring mit ihnen um. Eine innere Stimme sagt mir, Anna, lass das. Anna, nun lass das. Sonst passiert was. Anna ist in allen Dingen Optimist. Was unter uns gesagt das Beste ist. Wir kamen beide von der Uni, hatten einen verlorenen Krieg hinter uns und eigentlich wahnsinnige Hoffnung, dass jetzt sich alles ändern würde und alles besser und alles schöner und toller sein würde, und da haben wir eben ein Kabarett aufgemacht. Kai hatte noch nie eins gesehen, ich hatte von meinem Vater immer davon mal gehört, dass es in Wien sowas gab, und als Kind habe ich, glaube ich, mal die Pfeffermühle gesehen von Erika Mann mit der Therese Giese, aber ich wusste auch nicht so recht, wie es läuft. Naja, und dann war es eben da, wenn man so schön sagt. Was sich so ereignet auf der Welt. Immer, immer wieder zieht's den Vorhang nieder und singt seine kleinen frechen Lieder. Das, was dem Komödchen wichtig schien, zwischen Honolulu und Berlin, wird es ohne Hemmung, innerer Beklemmung, durch den Wochenschau-Kakao stets ziehen. Der deutsche Marsch und übrig bleibt der Schütze. Intensiv und leicht bekloppt und gläubig, du
durch die Pfützen rauscht. Und das zu Deutschlands Ehre begreift zwar nur Schwere, dass sowas nötig wäre zur Ehre. Jahr 1947. So, Herr Wellig, waren Sie Soldat? Ja, und ob. Na, leider. Ja, lesen Sie doch bitte vor. Ja, hier ist es, hier. Ja. Freiwillig. Das dachte ich mir beinahe. Ja, freiwillig folge ich begeistert dem Ruf des Führers zu den Waffen. Das möchte ich Sie bitten, auch zu ändern. Gezwungenermaßen wurde ich Soldat. Gezwungen. Aus hartem Fronteinsatz riss mich leider kurz vor der Ernennung zum Offiziersanwärter. Brachte es wegen meines Innenprotests gegen den Militarismus nur bis zum Obergefreiten? Oder wollen Sie Stabsgefreiten? Ach so, doch. So Obergefreiten, lange, ja. Riss mich leider ein starkes... Nee, Stabsgefreiter wäre mir doch lieber. Na ja. Ich meine, nur wenn es noch geht. Ja, natürlich geht das. Ja. Das ist ein Preis. Riss mich leider ein starkes Nasenbluten aus dem Ehrenkleid der Nation? Wurde wegen politischer Unzuverlässigkeit UK gestellt. Und kann ich jetzt leider nur noch in der Rüstungsindustrie zum Endsieg beitragen. Und konnte so unauffällig die deutsche Rüstung sabotieren. Sie, also langsam fange ich wirklich an, vor mir selber Achtung zu kriegen. Ja, mit Recht, Herr Wellig, bitte schön, die Rechnung kommt dann später. Ja, Wiederschau. Oh, Herr Wellig, empfehlen Sie mich bitte Herrn Globke. Oh, jetzt will ich gerne. Wir sitzen auf dem Pulverfass, na ja. Na schön, wahrscheinlich ist das Pulver nass, drum scheint's nicht loszugehen. Wir warten, wenn's drauf ankommt, noch ein weiteres Jahrzehnt. Das ist zwar nicht bequem, jedoch man hat sich dran gewöhnt. Warschau packt hin, Atlantik packt her. Man hat sich dran gewöhnt. Es ist nie leicht, Kabarett zu machen. Viele Leute, die sagen, es ist eine gute Zeit für Kabarett, es ist eine schlechte Zeit für Kabarett. Das ist nicht wahr. Es ist nie einfach, Kabarett zu machen. Aber damals war es insofern einfacher, als es eine Ventilfunktion hatte. Allein schon das Erwähnen einer Tatsache genügte, um als Pointe angesehen zu werden. Denn die Leute waren ja 13 Jahre gewöhnt, es nicht auszusprechen, was sie dachten. Naja, viele dachten natürlich auch so, wie sie es ausgesprochen haben. Aber das war nicht das Publikum, das nachher im Komödchen saß. Es war eine Zeit, in der noch alles drin war. Man wollte den Frieden erfinden. Wissen Sie, es ist sehr, sehr wichtig, was ich Ihnen jetzt sagen werde. Sie müssen ihn immer rein emotionell nehmen, weil vom Verstand her ist ihm nie beizukommen. Denn politisch ist es ja der reinste Schwachsinn, ne? Was so die offiziellen Stellen daher reden, so der Herr Erd oder der Herr Schröder oder die Tschechen und so, nicht von wegen Münchner Abkommen. Manchmal möchte ich ihn ja so gerne fragen, muss ich leise sein, vielleicht möchte er sich kränken. So gerne fragen, was er macht, wenn die Tschechen plötzlich sagen würden, kommt's. Einfach so, ne? Kommt's. Höchstpreise würden bezahlt für gute Ausreden. Bravo!